Guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir fahren heute in den Bikepark Willingen. Und zwar ist es sozusagen eigentlich ja der erste richtige Bikepark-Besuch in dieser Saison. Ja, also ich starte ein bisschen spät in die Saison, aber let's go. Ja, außerdem ist es die erste richtige, also ich bin natürlich hier schon mal zum Fahrwerk einstellen ein bisschen gerollt, aber das ist jetzt die erste Tour auf dem Swoop, also die erste richtige Fahrt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie es sich anfühlen wird und werde euch natürlich berichten und ich hoffe, dass alles funktioniert. Ich habe ja wirklich, wirklich viel hier rumgebastelt und hoffe, dass alles klappt. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ne? Neues Fahrrad, neues Feeling und alles, also ich bin wie immer dann an so einem New Bike Day Ding so ein bisschen aufgeregt. Übrigens Leute, das hier ist die neue Innovation, die Mudguards Fallschirm anbringen. Merkt euch das, ich will da einen neuen Trend setzen nämlich. Können wir jetzt endlich? Ich warte seit halbe Stunde. Warum fängt es dann so früh an? Ja, weil ich früh los wollte, ja. Ich habe uns noch Brote geschmiert, unsere Snacks alles eingepackt. Das Snacks, ja. Leute, ich sag euch, alle, die hier sich immer denken, oh, wenn meine Frau doch auch mit Fahrrad fahren würde, das ist gar nicht so einfach. Immer warten. So Leute, wir sind im Auto, wir sind gerade an Green Hill vorbeigefahren, da ist die Hölle los, richtig krank. Die parken sogar in der Mitte noch auf dem großen Schotterparkplatz gerade. Ich glaube, in Green Hill müssen wir auch noch mal vorbeischauen. Wir haben jetzt nicht mehr so lange zu fahren und ich bin schon langsam aufgeregt, wie das Swoop sich fahren wird. Wir fahren noch eine gute halbe Stunde und dann sind wir da. Ab geht's, oder? Ab geht's! Ab geht's! Der Marvin ist auch aufgeregt. Der Marvin werdet ihr heute ganz viele Tricks machen sehen auf meiner GoPro-Aufnahme. Yeah. Das ist der Marvin. Der hilft. Mit dem fahren wir übrigens alle Fahrrad. Der ist schuld. Die dumme Umhängetasche, Leute. Erste Fahrt jetzt hier. Das ist auf jeden Fall ordentlich hart, das Fahrrad. Ich glaube, Fahrwerk kann ich noch mal anpassen. Und Schaltung muss ich auch was tun. Leute, erste Runde sind wir gefahren, nur auf Flow Country, ganz entspannt. Ich habe an der Schaltung noch so ein paar Probleme. Der oberste Gang, also der leichteste, den muss ich noch einstellen. In den unteren schweren, wenn ich unter Last reintrete, knackt es so komisch. Also nicht knacken, knarzen. Die Gabel, da habe ich jetzt so ein bisschen dran rumgestellt, von Abfahrt zu Abfahrt. Da komme ich immer näher so an den Sweet Spot. Ich glaube tatsächlich aber, dass eine 500er Feder für mich zu hart ist. Ich glaube, ich brauche eine leichtere in dem Fahrrad. In Norco fahre ich eine 550er sogar. Aber ja, es ist natürlich auch immer noch so ein bisschen Umstellungssache, ne? Aber ich bin mal gespannt. Das war jetzt auch die erste Abfahrt erst. Wir haben ja noch den Tag vor uns und ich bin gespannt, ob ich erstmal die Einstellung so hinkriege, wie ich will. An die Schaltung muss ich auf jeden Fall nochmal ran, aber jetzt nicht im Bikepark. Ich habe jetzt nicht hier die super
krass tretlastigen Stellen, Strecken. Ich werde einfach vermeiden zu treten und mehr rollen. Und ja, also da komme ich auf jeden Fall schon hin, aber an die Schaltung muss ich auf jeden Fall auch nochmal ran. Ich habe noch keine einzige Wurzel jetzt gefahren. Da kannst du ja noch gar nicht sagen, wie der Dämpfer ist. Nee, was Wurzel angeht jetzt nicht, aber zum Springen halt, ne? Ja, musst du mal die Freeride gleich fahren. Ja. Langsam slow. Ja, wie slow denn? Abgesehen von den kleinen Baustellen noch am Swoop gab es leider keine einzige Abfahrt in diesem Bikepark-Tag, wo ich wirklich mal von oben bis unten durchfahren konnte. Leider war so viel los, dass immer irgendjemand auf der Strecke war, wo man irgendwie abbremsen musste und warten musste. Deswegen hatte man leider nicht so wirklich den Flow, alles ordentlich durchfahren zu können. Boah, schlägt mich an. Hey, was ist hier los? Das ist schon tricky, ey. Alter, immer dieser Baumstumpf. Nee, du musst nur das erste Gap schaffen. Ja. Nach der kleinen Mittagspause am Auto wollte ich unbedingt aber trotzdem nochmal auf der Downhill und auf der Enduro testen, wie das Ganze ist, wenn es ein bisschen ruppiger wird. Da der Keuldämpfer mir relativ hart vorgekommen ist und ich so meine Problemchen am Anfang damit hatte. Okay, Leute, World Cup Downhill. Das Fahrwerk ist noch viel zu hart für mich hier. Deswegen werde ich das sehr, sehr entspannt angehen hier. Ich brauche, glaube ich, echt eine andere Feder. Fluss,
Weniger Luftdruck. Hier war mein Sturz, Leute, letztes Jahr. Alles in allem kann ich sagen, dass der erste Bikepark-Besuch für mich trotzdem ein voller Erfolg war. Auch wenn ich die ein oder anderen Einstellungen noch am Swoop vornehmen muss, noch das ein oder andere Teil am Ende doch vielleicht tausche, hat es einfach mega Spaß gemacht. Vor allem, dass der Marvin mal mit dabei war und ich kann es einfach gar nicht erwarten, dass wir vielleicht auch nochmal den Steve in dem Bikepark sehen. So Leute, wir sind mittlerweile zu Hause, echt ein bisschen müde gewesen, dieses frühe Aufstehen. Das nächste Mal nehmen wir uns einen Campingplatz und bleiben über Nacht da, weil dann fahren wir einen Tag vorher hin und dann ist das alles ein bisschen entspannter. Aber jetzt mal ganz kurzes Feedback hier zum Swoopy. Das Swoopy, das Radon Swoopy. Ist genau eigentlich das, was ich haben wollte. Ein verspielteres Bike, mit dem man trotzdem alles machen kann. Ich habe allerdings echt ein bisschen lang gebraucht, die Gabel so einzustellen, dass die mir taugt. Das habe ich jetzt erst die letzten zwei Abfahrten geschafft. Und wir konnten leider irgendwie keine Abfahrt wirklich richtig durchfahren, weil einfach mega viel los war. Und immer irgendwer auf der Strecke war, dass man bremsen musste oder anhalten musste, manchmal rausgefahren ist und so weiter und so fort. Die Feder könnte ich, glaube ich, eine leichtere fahren, weil das war doch ein bisschen weniger komfortabel. Ich musste sehr viel Druck immer nach hinten geben, so dass ich genug Traktion habe und es mich nicht von den Pedalen wirft, obwohl der Rebound ganz langsam ist. Aber alles in allem, geiles Bike, macht auf jeden Fall Spaß. Ich freue mich schon auf die nächsten Bikepark-Besuche mit dem Ding. Und die Lackierung hat gehalten. Ich habe einen kleinen Katscher drin, ich weiß nicht, von einem Steinschlag oder sowas, aber sonst hat das alles wunderbar funktioniert und das kann ich ja ein bisschen kaschieren mit Lackstift oder irgendwann nochmal neu lackieren, keine Ahnung. Als nächstes werde ich das Rad auf jeden Fall testen, wie es ist auf einer Enduro-Tour mit einem Coil-Dämpfer, den ich nicht sperren kann. Aber ich möchte natürlich auch mal gucken, wie es sich so auf so einer Biobike-Runde anfühlt, ob man das bergauf fahren kann, ob das auch auf simplen Trails und abseits vom Bikepark Spaß macht. Ja, wir laden jetzt erstmal aus, machen uns noch einen entspannten Tag. Ich hoffe, ihr hattet auch einen guten Tag. Content aufs Bike und wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.